Wusch und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne mit dem Papa Troll. Mit dem Papa Troll, hallo. Ja, hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass ich auch mal dabei bin? Ja, das nächste Mal schmeiß ich ihn raus, keine Sorge. So, und wir machen jetzt die brennende Klinge. Du brauchst einen scharfen Verstand, wenn du ein Monster mit einem scharfen Schwanz besiegen willst. Sei vorsichtig da draußen, Partner. Also ich brauche jetzt einen scharfen Verstand, damit ich ein Vieh mit einem scharfen Schwanz töten kann. Das hört sich komisch an. Das hört sich extrem komisch an. So, ich habe schon Fußspuren gefunden. Hier sind Vulkaner alte Fußspuren. Ach, verdammt. Ja, jetzt habe ich schon... Wow. Jetzt habe ich das schon eingesammelt. Die letzte... Ja, egal. Ja, du bist ja drauf. Ich Idiot, ey. Irgendwo sind noch mehr Vulkaner-Fußspuren. Dahin. Ja, gut, Frauen kennen sich ja mit sowas aus. Okay. Also noch mehr Vulkaner-Fußspuren. Ich habe das mittlerweile voll. Irgendwo sehe ich meine Spähkäfer da. Ich finde gerade irgendwie gar nichts. Aber mir fehlen noch total viele alte Fußspuren. Also Vulkaner-Fußspuren habe ich voll. Ach so, ne, ja, ach die Vulkane, ach das sind andere. Ja, Vulkane habe ich jetzt auch voll. Oh, das leitet mich glaube ich. Ja. Also aber ich finde hier noch diese Fragezeichen-Fußspuren, die finde ich noch. Ja, die müssen wir ja auch suchen. Das ist ja dieser Glavenus wahrscheinlich. Ja, oder was auch immer. Glavenus, na du? Wo bist du denn? Da ist noch mein Vulkan. Runder Kaktus. Doch eckige Kakteen, oder? Die gibt's doch nur in Minecraft. Minecraft-Kaktus. Also ich glaube, ich habe gleich eine Katze, habe ich ehrlich gesagt sehr das Gefühl. Da. Also mal sehen. Ja, Katze. Ach du meine Fresse! Okay, ich zieh mich von der Kasse zurück. Boah! Dieses Vieh! Gut, holen wir uns das Vieh. Du brauchst einen scharfen Verstand, wenn du ein Monster mit einem scharfen Schwanz besiegen willst. Sei vorsichtig da draußen, Partner! Oh, Hilfe, ey, diese Texte. Lass dich dadurch nicht irritieren. Okay. Ich finde, der ist ganz cool irgendwie. Hat zwar so ein bisschen was von einem Carno. Weiß noch, aus Ark. Carno ist auch hier. Ja, weiß ich noch. Habe ich schlechte Erinnerungen dran. Ja, war auch nicht so toll. Ich finde, der sieht richtig aus wie ein Carno. Naja, Angriff. Hat verfehlt. Okay, jetzt bin ich auch mit der alten Kerb. War der Kunde? Oh! Okay, das war ein großer Feuerangriff. So, davon ist der gute alte Diablos.
Der gute alte Diablos, ja, super. Ja. Bin auf dem Weg. Komm vielleicht gleich an. Muss mal gucken. Komm jetzt hier ran, über ein Geräusch. Oh, okay, das hat eine harte Schlagzeile. Oh, ich bin da! Wow. Zack. Ah, am Kopf kann man. Au, oh, wow. Au. Na, der hat wirklich einen heißen Schwanz. Was muss man ihm lassen? Ja. So, zack, 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 zack. Oh, ich habe ein bisschen was verbatzelt. Oh, eben ja auch. Von dem Vieh entfernt, aber der Schwanz ist trotzdem mitten in meinem Gesicht irgendwie. Ja, sowas ist super ärgerlich. So, komm her. Ja. Zack, zack. Au. Au. Das Vieh. Ja, bei mir hat halt, ich gerade in Brand gesetzt. Ja, jetzt ist es schützend. Holy shit. Bin auf ihn. So, gerade war erste Hilfe. So. Oh, oh, oh Gott. Oh, sehr jetzt hier. So, jetzt bekommst du auf den Maul. Kann ich! Liegt! Jo. Versuch mal, ob ich den ein Stück kürzer machen kann. Okay. Ja, ich glaube, da musst du viel draufhauen. Ja. Seine Fußspuren. Also von allen Viechern hat es, glaube ich, echt im Vergleich mit dem Körper den längsten Schwanz. Weil ich auch nicht alle gesehen habe, aber könnte es recht haben. Ja, ich glaube, Dämonio-Ho kann er nicht so richtig mithalten. Ja, vielleicht doch, aber der ist halt auch größer. Also verglichen mit der Körpergröße hat es, glaube ich, echt den längsten Schwanz. Hallo. Ich probier mal etwas affig, ist es auch gesagt. Boah, ich bin. Mann! Also ich muss nur an das Gesicht gehen mit meiner Klammerklau und ich brenne. So, es läuft. Aber es liegt nicht. Oh. Ist schon wieder da. Ja, das ging schnell. Aua. Passt hier. Mist. Oh, jetzt hat er mich mal weggeschleudert. Ja, irgendwas gebrochen. Ah ja, ein Hörnchen oben.
Oh. Ich sehe nichts, weil ich in dem Vieh bin. Ah, der ist schon ein anderes Kaliber, der Junge. Ja. Aber ich finde, er macht nicht so viel Schaden. Also, Schaden hat bisher noch nicht so richtig das Problem bei dem. Doch. Aber es ist mal was ganz anderes, finde ich. Als die meisten Viecher bisher. Oh. Au. Jetzt hat er mir aber weh getan. Ja, ich hab's nochmal richtig erwischt. Na, komm ich schon mal auf. Bin am Kopf. Oh, jetzt Bratzel. Und... Tank. Es hat das irgendwie nicht so richtig interessiert. Oh, liegt. Nee, nee, das macht gar nicht so viel Schaden. Sieht spektakulär aus, aber... Geh doch da rein. Du hast ihm noch irgendwas gebrochen. Ja. Es muss halt eigentlich was essen, weil es erschöpft ist, aber es kommt nicht. Das ist voll praktisch. Oh, jetzt ist es wirklich. Okay, jetzt geht es. So, aber da unten liegt Material. Das möchte ich. Zack. Vulkanbursa. Alles klar. Es ist gut, es ist. Es ist sehr, sehr. Ich krieg mal was. Nein, nein! Ah, verdammt, falsche Stelle. Hätte ich hier gebraucht. Au, okay, jetzt habe ich. Weit weg. Au! Ganz ruhig, Junge. Okay, ja, jetzt möchtest du mich umbringen. Jetzt erst? Ja, jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl. Da komme ich schon in die Dritten Ruhe. Da, Steine. Ich möchte so ein bisschen beruhigen, ehrlich gesagt. Ich möchte ja nett sein. Deswegen. So, hab's beruhigt. Es liegt. Bombe. So, hast es beruhigt. Ja, ein bisschen. Hat aber leider nicht so funktioniert. Oh, hier liegt noch was rum von ihm. Schwanz geschwächt, verwundet. Jo, das habe ich auch erstmal. Vulkanbursa, was immer das ist. Ja, habe ich gerade bekommen. Oh, jetzt bin ich. Weißt du, ich mache immer den Fehler bei dem Vieh. Zumindest habe ich das jetzt schon zweimal gemacht. An der falschen Stelle die Munition benutzen, die Schleudermunition. So, aber hier müssen noch mehr eigentlich. Wassermunition, was hier rumliegt. Da, Wassermuss. Gebrochene Teile. Ich glaube,
So, ich bin wieder fit, jetzt komme ich auch. Okay. Oh. Uiuiui, das war knapp. Für mich nicht, ich hab's getroffen. Wow. Bitte, hier Wasser ist das wenigstens mit seinem Feuerangriff nicht so schlimm. Ja, das ist irgendwie nur. Oh, es liegt. Oh, auf den Kopf geschlagen. Schwanzscharf. Oh! Boah, was war das denn? Ey, ich hab's gerade so noch auf der Aufnahme bekommen. Ich bin kein Steuermann. Oh, das ist eine gute Idee. Komm her, Glaminus. Komm. Ein bisschen. Ja, komm. Ihr Leute macht deinen Job. Es ist gelähmt. Paniko über diesen komischen Gong mir in den Weg stellen muss. Oh, Steve. Ja. Der ist aber ganz praktisch. Weil ich sind hier kurz genäht. Also dann sind die halt so irritiert, sag ich mal. Ah ja. Auf den Vieh. Ja, der ist gerade noch weglaufen. Kannst jetzt aber nicht mehr. Aua. So, okay, ich bring's zum Liegen. Wird ihm auch leid tun, dass er so lange schwanz hat. Kann ich nochmal machen. Und ich habe sogar was eingesammelt. So viel Glück. Oh. Mist. Aua. Das hat jetzt echt Schaden gemacht. Ja, es ist am Sterben. Wir könnten es fangen, dann hätten wir die Quest schon hinter uns. Meinetwegen. Dann müssen wir jetzt warten, bis wir zu Hause angekommen ist. Ne? Ah, hier. Nee, warte. Oh, ich krieg's so nicht hin. Es ist am Sterben, das heißt, wir könnten es auf jeden Fall spannen, aber erstmal muss ich das hier überleben. Ich bin am Sterben.
Was macht er sich hingelegt hat? Tut er ja nicht mehr. Na gut, dann hauen wir eben weiter drauf. Warte, ich sehe jetzt meine Bomben. Ja, komm, ich probier's aus. Dich fangen wir. Jawoll. Wir sind hier fertig. Lass uns zur Basis zurückkehren. Ja. Ja, na bitte. Haben wir's doch. Ja. Das war der Glavinus. Ja, Gatscha Glavinus. Oh, Cutscene. Der Anjana. Ihr habt also Spuren des Vulkaner gefunden. Jawohl, eindeutig. Kommandant, ich weiß nicht, was hier geschieht. Der Vulkaner ist eine beeindruckende Kreatur und hat eine unglaubliche Wirkung auf andere Lebewesen. Als Kommandant würde ich das gern mit eigenen Augen untersuchen. Aber die Ressourcen werden knapp. Es ist unsere Pflicht, das Ökosystem zu erforschen und mit ihm im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn allerdings die gesamte neue Welt einfriert, bedeutet das... Evakuierung. Hey, sind wir nicht auch Teil des Ökosystems? Boss? Vielleicht, weil ich hier geboren wurde. So sehe ich das jedenfalls. Euren Gesichtsausdrücken nach zu urteilen, seht ihr das doch genauso. Ihr wisst, wie diese Monster aufeinander losgehen. Die kämpfen da draußen mit aller Macht. Nur die Stärksten überleben. Ich bin ein Produkt der neuen Welt und ich werde sie nicht verlassen. Ja. Wenn ihr das auch so seht, dann kämpft für diese Welt. Ich kann noch nicht gehen. Solange es noch was zu tun gibt. Hier ebenso. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dann lasst uns kämpfen. Als Teil dieses Ökosystems. Als Jäger der neuen Welt. Ich bereite mich in Siliana vor. Bleibt hier und haltet die Stellung. Hey, bis bald. Ich habe mich inzwischen mit meiner Entscheidung abgefunden, hier den Rest meiner Tage zu verbringen. Nach all den Jahren in der Kommission habe ich vergessen, dass wir genauso wie die Monsters ums Überleben kämpfen müssen. Das wird mir nicht nochmal passieren. Okay. So, und jetzt muss ich etwas mit dir besprechen. Unsere Teams im Tal der Verwesung und in der Heimat der Ältesten haben einen Tigrex und einen Brachydios gesichtet. Oh, nicht ein Tigrex. Oh nein. Oh Gott. Und anhand der gefundenen Spuren gehen wir davon aus, dass der Vulkaner ebenfalls zu einem dieser beiden Orte unterwegs ist. Die Ankunft des Vulkaners muss sie irgendwie provoziert und aus ihren angestammten Territorien gelockt haben. Du schaffst das! Konzentrieren wir uns fürs Erste auf diese beiden. Aber ich will, dass du unterwegs trotzdem nach Spuren des Vulkaners Ausschau hältst. Wir müssen wissen, wo er steckt. Jetzt müssen wir nur noch den Tigrex und den Brachydios zur Strecke bringen. Gut, Vulkanerspuren haben wir schon gefunden. Boah, ey. Komm, das schaffen wir. Kein Problem. In der nächsten Folge. Ja. Also vom Tigrex. Ja, du machst immer. Ja, gut. Du tust immer so, als wenn er sonst war. Kriegen wir schon hin. Warte ab. Sei mal ein bisschen optimistischer. Okay. Wir werden alle sterben. So. Früher oder später? Oh! Ja, das sieht gut aus. Ja, Glavinus-Set gefällt mir. So, ich mach erstmal meine Beutezüge. Ich finde, das sieht ziemlich krass aus. Okay. Ja, gefällt mir ziemlich doll, ehrlich gesagt. So,
So, und jetzt Hammer. Bitte irgendwas mit Glavinus. Da, Glavinus. Ich finde, das sieht... Ja, das sieht ziemlich cool aus. Sengende Isata. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Ich muss erstmal hinkommen, mir das anzugucken. Aber ich muss dann doch sagen, ich möchte immer noch irgendwie diesen... Den Hammer da. Der macht mehr Schaden, hat Affinität und Lähmung. Das finde ich dann doch besser. Glavinus. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Und vor allem ist es ziemlich gut. Ja, hier gar nicht mal so schlecht und vor allem ziemlich gut. Ja, vom Aussehen meine ich. Ah ja. So, Waffe ausrüsten, weil mir die cool welche cool finde. Und dann noch den Helm. Und dann noch Rüstung. So. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr bei dieser wundervollen Folge dabei wart. Monster Hunter World Iceborne. Ja. Finde ich auch. Ja. Links könnt ihr abonnieren. Rechts kommt die nächste Folge. Ihr werdet nicht verschont. Ihr müsst das weitergucken. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, tschüss. Ciao.